Es ist still um Kathy Luckner, 32, geworden. Ihr Karriere begann als Playboy-Bunny, danach heiratete sie 2014 als Spazi den 57 Jahre älteren Richard Luckner, 89, nach nur wenigen Monaten Beziehung. Als Spazi war sie in Soaps, wie Luckner und Kathy, der Millionär und das Bunny zu sehen. Auch nach der Scheidung 2016 verschwand Kathy nicht aus dem Reality-TV. Doch nach all den Jahren scheint sie sich verändert zu haben, Promiflash hakte nach, warum es so ruhig um die TV-Bekanntheit geworden ist. Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung der Bellucci Bar sprach Kathy offen über ihre Veränderung, ich bin mittlerweile auch fast 33. Man wird reifer. Ich bin grundsätzlich erwachsener geworden, gab die Beauty ehrlich zu. Das wirkte sich auf ihre Karriere als Reality-Sternchen aus, wie sie im Interview feststellte, alles muss ich heute auch nicht mehr machen. Wenn das richtige Angebot kommt, bestimmt, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Aber auch ihr Social-Media-Verhalten hat sich seit Kathys Rückzug verändert. Klar, ich zeige noch etwas Dekolleté, aber ich habe auch mein Make-up etwas zurückgeschraubt. Ich habe darauf nicht mehr so viel Lust, erklärte die 32-Jährige gegenüber Promiflash. Ich bin grundsätzlich nicht der typische Influencer, der alles in die Kamera hält, ergänzte Kathy abschließend.